Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Darkstar One. So, nach einer gewissen Pause jetzt. Aktuelle Wirtschaftsmeldung. Preise. Irgendwie storymäßig darunter fliegen, ne? Damit geht's jetzt gerade weiter. Ja, gut. Dann, ja, fliege ich dort mal rüber. Guck mal, was wir da irgendwie regeln können, dass es weitergeht. Neue Navigationsdaten, ja, das ist doch spitze. Das wollen wir ja. Können wir nämlich direkt weiterfliegen, ne? In dem Sinne. Wie war das noch? So, ja, mit Leertaste, ne? Aber für diese Zeitlauf gab es doch eine Taste, oder? Das war das V, alles klar. So. Eine nicht unbedingt so übliche Steuerung, so manches hier, ne? Entsprechend, ja. So, wieder Navigationsdaten. Direkt dorthin kommen wir nicht, also müssen wir hier rüber springen. Dann können wir dort das Artefakt eigentlich einsammeln, finde ich. Gucken wir eben gleich speichern hier. Springen wir da mal rüber und gucken mal. Navigationsdaten. Ich erwarte ja auf jeden Fall ja, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Ja, die erste Flak-Mission, die wird ja eigentlich bald kommen, nehme ich mal an. Genau, die erwarte ich, darauf wollte ich jetzt hinaus. Aber wir werden sehen. Jetzt gibt es erstmal ein Artefakt hier zum Einsammeln. Klasse! Wir haben wieder genügend Artefakte für ein Schiffsupgrade zusammen. Ja, wir gucken aber erstmal, wie weit wir mit dem kommen, was wir haben. Ne? So. Schreiten wir voran in der Story. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Artefakt in Tagesliste. Nur eine Kleinigkeit. Durch den Wechsel auf 20H2 hat sich eventuell hier noch was eingeschlichen. Nö. Dann sieht das nur so aus. Na gut. Gibt es auch noch ein Artefakt? Ja, dann
würde ich sagen, sammeln wir das auch direkt noch ein. Was wir haben, haben wir. Nicht wahr? Wir haben wieder genügend Artefakte für ein Schiffsupgrade zusammen. Schon wieder? Das ist strange. Naja. So. Ja, und da hier die Story ist, müssen wir hier wohl auch mal auf die Handelsstation. Möchte ich annehmen. Was sich jetzt hier so ergibt in der Story. Kontaktperson, jawohl. Dann. Segen über dich. Du möchtest also auf diese Forschungsstation. Bei Elosus, das wird nicht leicht. Die Behörden werden so nervös, wenn jemand aus dem Mortok-Gebiet kommt, verstehst du? Aber ich werde mich trotzdem für dich einsetzen. Dafür möchte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Hier sind zwei Ladungen mit edlem Shaska-Schnaps. Bring sie ins Nispin-System. Für einen jungen, aufstrebenden Piloten wie dich ist das eine Kleinigkeit. Ich, naja, ich werde langsam zu alt für sowas. Schmuggelmission. Sei gesegnet. Ist dein Glaube stark genug für einen harten Kampf? Der Nostromo-Konzern beschuldigt uns, einige ihrer Anlagen im Zarek-System sabotiert zu haben. Alles Lüge. In Wirklichkeit wollen sie die Schürfrechte für einen der Monde haben. Doch die wird die Regierung ganz bestimmt nicht an diese Konzerne vergeben. Jetzt haben Nostromo und ein anderer Konzern eine Handelssperre gegen Zarek verhängt. Sie haben eine Söldnerbande angeheuert. Die wird bei der Blockade die Drecksarbeit machen. Ich suche hier jemanden, der es mit diesen Söldnern aufnimmt. Garrick, einer unserer besten Piloten, wird sie unterstützen. Das klingt doch erstmal gut. Das klingt sogar sehr gut. Wie ich finde. Flieg zu meinem Frachter, der Voskovska. Dort bekommst du die beiden Container. Pass dabei auf Piraten auf. Seit die gottlosen Thul ein paar Patrouillenschiffe zerstört haben, sind sie noch dreister geworden. Chiron, Garrick hier. Ich wurde gebeten, dich bei der Jagd auf die Söldner zu unterstützen. Ich fliege schon einmal voraus und erkunde die Lage. Wir treffen uns im Zielsystem. Ich wollte jetzt nicht die Story machen, sondern die Quest, ne? Nicht, dass da was durcheinander gerät. Schiffswracht, da gibt es wieder Piraten, 100 pro. Na, mal schauen, wie das läuft. Vielleicht bringen wir das in dieser Folge auch noch runter. Segen, Chiron. Du kommst genau richtig. Diese unwürdigen Konzernsöldner greifen gerade einen Frachter an. Du hättest mit deinem Frachter nicht in dieses System kommen sollen. Und jetzt stirb! Los! Bringen wir die
diesem Frevel an ewigen Frieden. Für deine Hilfe gegen die Frevler. Oh, Schwierigkeitsgrad 3, okay. Wir probieren das mal. Weiter so mal. Kann dir mal jemand diese Idioten vom Hals halten? Ich tue das an. Da kommen noch Konzernsoldaten aus dem Hyperraum. Cool. Mein Schild ist zusammengebrochen. Helft uns! Aber bisher läuft's ja. Also zumindest so, dass ich hier keinen Schaden nehme, ne? Geschichte. Wir haben eben unsere Schilde einfach weggeblasen. Reparaturbots, die man sich kaufen kann. Ne? Das wäre jetzt hier vielleicht gar nicht so verkehrt. Wenn man das zwischendurch mal braucht. 300! Spüre unsere Welligkeit! Sicherheit auch nachgelassen, weil ich jetzt ein paar Tage nicht gespielt habe, ne? Meine Schilde versagt! Aber wir gucken mal. Wohl die letzten gewesen sein. 13%. Haben wir unseren Auftrag erfüllt. Mit dir zu fliegen war eine interessante Erfahrung. Mögen die 300 deinen weiteren Weg segnen. Ja, dann. Hier ist aber gerade viel los. Jetzt haben wir wieder Schlüssel für so ein verstecktes Piratensystem, ne? Das ist alles schön und gut. Ich werde jetzt hier landen. Mein Schiff reparieren. Da gibt's nix, das war knapp. Ah, das wird jetzt richtig knackig hier. Richtig, richtig knackig. Aber gut. Scheint ja alles machbar. Naja, ich sag erstmal bis zur nächsten Folge. Wenn's wieder heißt Darkstar One. Bis dahin, macht's gut.